Willkommen im Arbeitsblatt Grenzwerte von Folgen und im Fenster Epsilon Umgebung 1. Unser Ziel ist es jetzt, den Begriff der Epsilon Umgebung einer Zahl zu erklären. Wir haben bis jetzt einige Beispiele von Folgen gesehen, die einen Grenzwert haben. Zum Beispiel, wenn wir uns die konstante Folge 2, 2, 2 und so weiter anschauen, dann sollte die den Grenzwert 2 haben. Die harmonische Folge 1, 1/2, 1/3, 1/4 und so weiter sollte den Grenzwert 0 haben. Und etwas, das in allen diesen Fällen passiert, ist, dass ab einem gewissen Folgenglied alle nachfolgenden Folgenglieder höchstens den gleichen Abstand vom Grenzwert haben. Bei der konstanten Folge ist das selbstverständlich, da haben alle Folgenglieder den Abstand 0 vom Grenzwert. Bei der harmonischen Folge, wenn ich mir zum Beispiel das zweite Folgenglied hernehme, 1/2, das hat den Abstand 1/2 vom Grenzwert. Und weil alle nachfolgenden Folgenglieder kleiner sind, haben die einen kleineren Abstand vom Grenzwert, der ja 0 ist. Und um jetzt Näheres über dieses Phänomen sagen zu können, brauchen wir den Begriff der Epsilon-Umgebung einer Zahl. Wir suchen uns eine Zahl a aus, die ist hier auf der Zahlengeraden eingetragen. Und dann nehmen wir eine kleine positive Zahl Epsilon. Und wir tragen jetzt auch die Punkte a minus Epsilon und a plus Epsilon ein. Die Epsilon-Umgebung der Zahl a besteht jetzt aus genau den Zahlen, die da mit blau eingezeichnet sind. Also alle Zahlen, die zwischen a minus Epsilon und a plus Epsilon liegen, a minus Epsilon und a plus Epsilon ausgenommen. Und somit besteht die Epsilon-Umgebung von a aus allen Zahlen, deren Abstand von a kleiner als Epsilon ist. Das ist dann natürlich ein Intervall. Und Sie können jetzt gerne pausieren und das Intervall aufschreiben. Es handelt sich dabei um das offene Intervall von a minus Epsilon nach a plus Epsilon.